Mit der Hijra beginnt dann die islamische Zeitrechnung. Wir müssen wissen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna iddata shuhuri inda Allah, ithna ashara shahran fi kitabillah. Bedeutet, 12 Monate gibt es. Und ja, heute geht es um das Thema, das Jahr 1443 neigt sich dem Ende zu, wie du gesagt hast, es sind vielleicht noch ein bisschen mehr als eine Woche, ungefähr, sagen wir mal, ungefähr eine Woche, die noch bleibt, die uns noch übrig bleibt in diesem Jahr. Und jetzt die Frage, wie du schon gesagt hast, wir haben natürlich zwei Zeitrechnungen. Wir haben einmal das, was wir hier, wenn wir von Deutschland, Österreich und der Schweiz sprechen, den gregorianischen Kalender, ja, 21.07.22, und wir haben aber auch den sogenannten Hijri-Kalender. Der Hijri-Kalender ist quasi der islamische Kalender nach der islamischen Zeitrechnung. Und wie, es ist interessant, denn im Wort Hijri steckt quasi schon drin, wann dieser Kalender, wann diese Zeitrechnung quasi von Null, wann das Jahr Null ist, wann es begonnen hat. Hijri, da steckt nämlich die Hijra mit drin, die Hijra des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Auswanderung von Mekka nach Medina. Und das war, nachdem der Prophet, alaihi salatu wasalam, 13 Jahre lang in Mekka gelebt hatte und zu Allah subhanahu wa ta'ala gerufen hatte, die Menschen eingeladen hatte, sie aufgerufen hatte, Allah subhanahu wa ta'ala alleine anzubeten. Nach 13 Jahren kam es dann zur Hijra. Allah azza wa jalla hat dem Propheten, alaihi salatu wasalam, die Hijra erlaubt, denn die Sahaba, einige Sahaba haben bereits davor Mekka verlassen und haben sich bereits davor auf den Weg gemacht in die Stadt Medina, die dann später als die Stadt quasi des Propheten sallallahu alaihi wasallam bekannt wurde, die Stadt, die erleuchtet wurde, als der Prophet alaihi salatu wasalam sie betrat. Das wurde erwähnt auch von Anas ibn Malik radiallahu anhu, ein Sahabi, der sehr besonders eng war mit ihm, weil er sein Bediensteter war, sallallahu alaihi wasallam. Er hatte diese Gnade, der Bedienstete des Propheten alaihi salatu wasalam zu sein und immer mit ihm zu sein, egal ob er in Medina war oder auf Reise war oder wo auch immer. Mit der Hijra beginnt dann die islamische Zeitrechnung. Wir müssen wissen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna iddata shuhuri inda Allah, ithna ashara shahran fi kitabillah. Bedeutet, 12 Monate gibt es. Es gibt 12 Monate, das entnehmen wir aus der Ayah. Es gibt 12 Monate, das heißt, der Hijri-Kalender hat ebenfalls 12 Monate, so wie der gregorianische Kalender. Der Unterschied ist jedoch, beim gregorianischen Kalender sprechen wir von einem, es geht nach der Sonne, ein Sonnenkalender, und der Hijri-Kalender ist jedoch ein Mond. Kalender. Deswegen wird auch immer nach dem Mond geschaut. Ja, wir kennen das alle. Am Ende des Monats Schaban, kurz bevor der Ramadan eintritt, wurde der Mond schon gesichtet, ja oder nein. Wir kennen das quasi dort zu dieser Zeit, weil es uns alle quasi betrifft, weil der Ramadan nun beginnt. Das passiert aber jeden Monat. Bei jedem Monat wird dann geschaut, okay, ist der Vollmond bereits, wurde der bereits gesichtet, und dann tritt nämlich der nächste Monat ein. Und was interessant ist, bereits zur Zeit des Propheten, alaihi salatu wasalam, gab es, wie gesagt, diese 12 Monate, und es gab eben auch die Monate. Also es gab Muharram und Safar und Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani und so weiter, die Monate, die gab es bereits, und die Namen der Monate gab es bereits. Zur Zeit des Propheten, alaihi salatu wasalam. Das Interessante ist jetzt aber, es gab noch nicht wirklich eine vereinheitlichte Jahreszahl. Das heißt, die Jahreszahl, das Jahr Null, das wurde in der Zeit von Umar radiallahu anhu gesetzt. Denn Umar radiallahu anhu, in der Zeit, als er Khalif war, im Jahre 13 nach der Hijra, also ungefähr etwas mehr als zwei Jahre, nachdem der Prophet alaihi salatu wasalam verstorben war, von dort an bis zum Jahr 23, also 10 Jahre lang war Umar radiallahu anhu Khalif, der Khalif der Muslime und des immer weiter größer werdenden muslimischen Reiches. Und er hat wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen eingeführt als Staatsmann, radiallahu anhu. Und was er eingeführt hatte, war eben den Hijri-Kalender. Das heißt, er hat eben das Jahr 0, beziehungsweise das Jahr 1, auf die Hijra gesetzt. Das heißt, die Hijra von Mekka nach Medina ist allgemein im Leben des Propheten, alaihi salatu wassalam, ein Wendepunkt, weil dort die mekkanische Phase quasi endet und die medinensische Phase dann beginnt. Und das ist eben auch der Beginn der islamischen Zeitrechnung. Genau, hier sehen wir das. Von Hadith-Wissenschaften, das, was du gerade einblendest, ist von Hadith-Wissenschaften. Da sehen wir diese Infografik über den Hijri-Kalender, und hier sehen wir das auch, dass es richtig ist, dass
der Beginn des islamischen Kalenders von Umar radiallahu anhu eingeführt wurde und quasi dann das Jahr Null wurde dann auf die Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelegt. Genau, so viel vielleicht zum historischen Hintergrund. حقا تنادت بهذا نجومون